Danke. Guten Abend von mir. Das wird auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Spiel sein. Mit vielen Fast Breaks. Auf jeden Fall, wir werden alles geben, um das Spiel zu gewinnen, weil dieses Spiel ist sehr, sehr wichtig für uns. Wie wir schon alle wissen, wir haben jetzt 3 von 4 Spielen gewonnen, aber wir sind immer noch Vorletzte. Ja, das ist richtig. Ja. Wobei natürlich die Enge der Liga dieses Jahr sehr, sehr auffallend ist. Also wir sind zwar Vorletzter, aber zu Platz 9 und Platz 10 sind es, meine ich, lediglich zwei Siege bzw. 4 Punkte. Das heißt, mit einem Sieg heute gegen Chemnitz wäre mal ein erster kleiner Schritt raus aus den Abstiegsrängen. Ja, das ist richtig. Und wie schon gesagt, also wir schauen jetzt gerade nur auf das Spiel gegen Chemnitz und hoffentlich gewinnen wir und holen auch die Punkte, weil wir spielen auch zu Hause und wir müssen auch das ausnutzen. Es wird immer knapper, es sind immer noch 9 Spiele zu spielen, ja, glaube ich. Und wir müssen auf jeden Fall alle Heimspiele gewinnen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass zum Schluss werden wir auf jeden Fall in der Liga bleiben. Das hoffe ich auch, das glaube ich auch, da bin ich mir ganz sicher. Und wenn man auch die ganze Liga so hört, sagen die auch, Crailsheim gehört definitiv in die Pro A, allein aufgrund der Halle, aufgrund von der Atmosphäre und einfach aufgrund von den schönen Spielen und der Fankultur, die hier gewachsen ist. Leider Gottes müssen wir heute auf dich verzichten, aber es hat noch mehrere erwischt. Jérôme Lagrange ist mit einer Muskelverletzung heute nicht dabei, sitzt auf der Bank und schaut zu. Genauso Joe Buck. Das bedeutet aber nicht, dass wir hier ja keine Siegchancen hätten, denn im Spiel gegen Nürnberg, ja, das haben die Mörlins mal wieder richtig gezaubert. Du warst dabei? Ja, also auch wenn ich jetzt nicht dabei bin, der Joe Buck und der Jérôme, wir wissen ganz genau, dass unsere Bank sehr tief ist. Das heißt, wenn jetzt einer von uns ausfällt, wie zum Beispiel der Benny für 2 Spiele, war ja gesperrt, ja, und dann muss halt ich ran. Und wir wissen ganz genau, wenn jetzt einer oder andere Spieler entweder verletzt oder gesperrt ist, dann haben wir genug andere Spieler, die auch die Rolle des anderen auch übernehmen können. So funktioniert ein Team, das ist richtig, ja. Lass uns einen Blick auf Chemnitz werfen. Chemnitz mit 2 alten Bekannten in Crailsheim, John Beinen und Blanchard Bianco. Wie habt ihr euch auf das Team vorbereitet und auf welche Spieler gibt es hier ein besonderes Augenmerk zu legen? Ja, das ist natürlich sehr schön, die zwei hier wieder in Crailsheim zu sehen. Den Beinen kenne ich natürlich nicht so gut wie den Obiango, weil mit Obi haben wir auch letztes zusammen gespielt. Ja. Wir wissen ganz genau, was die zwei machen können. Die können uns natürlich auch beide sehr, sehr verletzen. Ja. Wir wissen ganz genau, dass der Obi ein sehr aggressiver Spieler ist. Der geht immer zum Offensiv- und Defensiv-Rebound. Der ist sehr, sehr gut in Defense. Und der Beinum ist auch ein sehr, sehr aggressiver Spieler. Und das ist immer so, wenn ein Spieler gegen seinen Ex-Verein spielt, dann wird er auf jeden Fall auch alles geben. Und aber wir werden die 2 auf jeden Fall stoppen. Das hoffen wir. Und auch im Korb Donald Lawson, der mit knapp 10 Rebounds bzw. 9,2 Rebounds hier im Schnitt, ja, die Bretter in Chemnitz und auch auswärts relativ gut kontrolliert. Dem steht natürlich Stevie Johnson bei uns entgegen, der sich sehr, sehr gut in das Team gefunden hat, immer extreme Ruhe ausstrahlt auf dem Platz, wie ich finde. Und ja, oft für ein Double-Double gut ist und merkt das gar nicht groß. Da hast du recht. Also der Stevie Johnson ist eigentlich die Ruhe selbst. Ja? Ich habe noch nie gesehen, dass der Stevie sich irgendwann mal im Training oder im Spiel aufgeregt hat. Ja? Und das ist genau das, was wir brauchen. Er bringt immer diese Ruhe ins Spiel rein. Und mit seiner Erfahrung und mit seiner positiven Einstellung, er hilft uns auf jeden Fall. Und der Lawson natürlich, den können wir jetzt mit Black vergleichen, von Karlsruhe. Der hat uns auch sehr, sehr verletzt, der Black, weil der hat unter dem Korb einfach nur mal uns sozusagen gekillt. Er hat viele Rebounds geholt und der Lawson ist auch so ein Spieler, der viele Rebounds holt und unter dem Korb einfach nur sehr, sehr stark ist und da müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Das wird ja ein sehr, sehr spannendes Duell, auch wenn sie in der Defense dann gegen ihn wahrscheinlich Benny Lischka und Stevie Johnson abwechseln werden. Das zweite Heimspiel für die Crailsheim Mörlins macht heute Costa Karamatskos. Heute war auch in der Presse zu lesen, dass er wohl für diese und für auch nächste Saison bei den Crailsheim Mörlins unterschrieben hat. Ich denke, ein Gewinn fürs Team. Er kann die einspielen, ist in der Defense aber relativ flexibel und spielt auch eine sehr, sehr gute und harte Defense. Also den Costa kenne ich auch schon relativ lange. Wir haben mit ihm auch vor 5 oder 6 Jahren, glaube ich, zusammen in Kirchheim gespielt. Und der Kotz ist auch so ein Spieler, er gibt jedes Mal 100% und er spielt wirklich für die Mannschaft.
Sehr geil, sehr geil. So, jetzt wird's Zeit. Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Spielervorstellung von Chemnitz zuerst mit dem Hallensprecher aus Chemnitz und natürlich unserer Greizer Merlin. Wir melden uns dann gleich wieder. Thank you.
Greilsheim Merlins gegen die Gäste aus Chemnitz. Die Gäste mit circa, ja, 20, 30 Fans hier angereist. Ein paar davon, habe ich vorhin erfahren, werden hier auch übernachten und werden dann wohl die Nacht zum Tag in Greilsheim machen und werden mal das Greilsheimer Nachtleben, auch wenn es vielleicht nicht sehr üppig ist, ja, erkunden. Zivo, ein Wort zur Starting Five. Für dich eine Überraschung auf Seiten der Greilsheim Merlins? Sibo? Nochmal die Frage, ich hab mich zugehört, sorry. Ja, ich habe gefragt, ob die Starting Five für dich eine Überraschung ist auf Seiten der Merlins. Nicht wirklich. Ich meine, wenn wir schon drei Spieler verletzt haben, dann ist das überhaupt gar keine Überraschung für mich, dass jetzt der JC, der Johnson, der DC und der Frieden und der Mu starten. Das ist für mich eigentlich keine Überraschung. Wir freuen uns auf 10x4 Minuten. Super Basketball hier in der Hagro Arena in Greilsheim. Viel Spaß. Greilsheim Merlins gegen die Chemnitz 99ers. Und natürlich auch ein Gruß an alle Merlins TV Livestream Zuschauer. Wir haben heute Gäste aus Kirchheim, aus Göttingen, aus Chemnitz, aus Greilsheim. Fast Deutschland ist hier vertreten, während Philipp Friedl den ersten Wurf nimmt. Und der Justin Glow gut aufpasst. Und Jorge Schmidt sein erstes Foul bekommt gegen Stevie Johnson. Und das gibt Ballbesitz für die Merlins. Ja, Philipp Friedl, der im Spiel gegen Nürnberg wirklich seine beste Saisonleistung gezeigt hat, gut gescored hat und hier den Pass, den Wurf aus Stevie Johnson, die Führung für die Greilsheim Merlins. Das war jetzt eigentlich ganz, ganz, ganz wichtig für uns. Wir haben gesehen, dass wir haben jetzt sehr, sehr aggressiv angefangen, das Spiel, weil wir haben gesagt, wir spielen zu Hause, wir müssen auch unsere Fans ausnutzen, die auch diese Energie ausstrahlen und ja, wie wir schon gesehen haben, wir ziehen zum Korb, wir nehmen die offenen Würfe und hoffentlich machen wir jetzt weiter so. 2-2, Gardena sind ausgeglichen. Natürlich auch unter dem Korb sehr gut, aber Stevie Johnson macht seine nächsten Punkte. Das ist genau das, was wir vorher gesagt haben, dass der Johnson, der hat einfach nur mal diese Ruhe. Ja, wenn er jetzt den Ball unter den Korb bekommt, dann er wartet wirklich, bis der Gegner ihn anfällt sozusagen und er wartet und dann macht er anschließend die Punkte. Ja, es ist die Ruhe. Er wirkt, ja, relativ... Schöner Pass raus auf Philipp Friedl. Und jetzt einfach in der Defense sortieren, das ist vielleicht eine kleine Schwachstelle des Teams. Dass man sich nicht sofort bei Ballverlust in der Defense wieder gleich sortiert, sondern so einfach, ja, dem Gegner eine gute Wurfchance gibt. Und dafür jetzt der dritte Dreier, der nicht ins Ziel geht. 4-4. Und John Bynum, ein altbekannter Merlin. Das geht ja wild her zwischen Gardenas und Stevie Johnson. Vielleicht etwas Ruhe ins Spiel. Ein System zu Ende laufen. Das war jetzt ein Tick zu wild, Siebe, oder? Ja, der war ein bisschen zu wild, aber wir sehen ganz genau, dass Chemnitz, die spielen jetzt, die laufen Fast Break und die suchen immer den freien Mann unter dem Korb. So, in dem Fall jetzt auch den Lawson, der jetzt einen Wurf versucht. Gott sei Dank trifft er nicht. Aber wir müssen auf jeden Fall das Tempo bestimmen. Wir spielen zu Hause und wir sind eigentlich hier die Heimmannschaft und wir müssen das Tempo bestimmen. Zwei Punkte. Das war leider kein Dreier. Das war mit dem rechten Fuß noch im Feld. John Bynum, der dann, ich meine, 2 oder 3 Jahre in Trier gespielt hat, bevor er jetzt in dieser Saison bei Chemnitz angeheuert hat. Er natürlich ein Routinier. Und Philipp Friedl mit dem Rebound. Herr Philipp Friedl kann die einspielen, macht es aber selten im Team. Ist das
Ja, möchte man das nicht oder woran liegt das? Also wir wollen eigentlich, dass der Philipp nimmt seine freie Schüsse. Okay. So, aber er hat uns auch gezeigt, dass er kann auch sehr, sehr gut zum Korb ziehen und auch dadurch auch den freien Mann finden, weil ich meine, jeder Gegner weiß, dass der Philipp ein sehr, sehr guter Schütze ist. Ja. Und deswegen ist immer ein Verteidiger an ihm dran. Ja, in den letzten Spielen hat er schöne Szene mit dem Kick-Out-Pass. Er zieht rein und wirft ihn nach außen. Während hier jetzt John Beinam. Oh. Philipp Friede auf Stevie Johnson. Das war ein guter Pass, aber den sollte man nicht lieber, also nicht in die Beine passen. Vor allem nicht bei Stevie Johnson, der gab es 2 Meter groß ist. Ja, genau, das ist immer das Problem. Aber Ball gerettet. Auch der Chemnitzer konnte nicht kontrollieren. Und nach 17 Sekunden für diesen Angriff. Für Kreilsheim. Philipp Friede. DC. Wenn wir von DC sprechen, meinen wir natürlich Derek Coleman. Der ja den Rebound holt. Wow. Ja. Wenn du diese Punkte machst, bist du der König. Und wenn diese Punkte nicht reingehen, dann heißt es. Immer wenn ich diese Würfe vom DC sehe, ja, da bekomme ich einen kleinen Herzinfarkt. Aber ja, er hat jetzt den 3 getroffen, der war sehr, sehr wichtig für uns. Und davor hat natürlich schon einen Offensiv-Rebound geholt. Ja. Gegen 2 deutlich größere Spieler aus Chemnitz. Genau, weil immer wenn der DC auf dem Spielfeld steht, er gibt immer 100%. Und das sieht man auch an seiner Körpersprache. So, Schmidt. War das ein Dreier? Habe ich nicht gesehen. Das war ein Dreier. Und genau diese Würfe müssen wir jetzt auch vermeiden. Ich meine, wir wissen ganz genau, dass der Schmidt und der Ishizaki, das ist natürlich nicht im Spielfeld, die können wirklich, wirklich die Kugel werfen. 5 Minuten noch. Oh, mit Glück, mit Ring, mit Brett und dann doch rein. 13-19. Ja, beide Mannschaften auch erst mit einem Teamfoul. Macht sich auch der Jones bereit von Chemnitz. Ist auch ein sehr, sehr guter und effektiver Big Man. Auf den müssen wir auch aufpassen. Gut aufgepasst von Philipp Friede. Ja. Und genau das müssen wir vermeiden. Ja, das sind die unnötigen Fast Breaks. Das sind leichte Punkte für Chemnitz. Und das ist immer so, das ist wie in der Regel. Wenn du einen Ballverlust hast, dann, ja, dann kriegst du auf der anderen Seite immer leichte Punkte. Ja, klar. Und Jonathan Moore, ja, der an die Form von Nürnberg aktuell anknüpft. Der Jonathan Moore, der hat auch ein sehr, sehr gutes Spiel in Nürnberg gemacht, ja, mit 29 Punkten. Und er hat uns einfach nur gezeigt, dass er wirklich in sehr, sehr guter Form ist. Und hoffentlich macht er auch heute 29 Punkte. Das wäre sehr schön, wenn Stachula hier den Dreier macht. Ich habe mit Ingo Enskart beim Spiel der zweiten Mannschaft gesprochen. Er sagte, ich glaube, der hätte jeden Ball von egal wo getroffen in Nürnberg. Rückwärts, vorwärts. Das war wirklich ein super, super gutes Spiel von ihm, aber auch natürlich vom Team. Ja, das stimmt. Und wir brauchen den Jay Moore wirklich, weil er ist ein sehr, sehr wichtiger Spieler für uns. Er ist sehr, sehr wichtig in Offense, in Defense. Er kann werfen, er kann penetrieren, er kann Rebounds holen. 2 Punkte von Justin Grobe, das Zusatzfreiwurf. Sehr schön. Macht hier die Körpertäuschung, zieht zurück, springt. Und dann trifft ihn ein Chemnitzer am Arm. Foul. 17-14 plus Zusatzfreiwurf und Wechsel bei den Merlins. Benny Lischka und Mike Rose zurück im Spiel. Benny Lischka, der heute zum ersten Mal wieder nach seiner Sperre mitspielen darf. Ich glaube, er ist ordentlich heiß. Er ist auf jeden Fall sehr, sehr heiß. Ich habe mit ihm auch vor dem Spiel gesprochen. Das kenne ich auch selber. Wenn man schon für 2 oder für 1 Spiel gesperrt ist, ja, dann hat man auf jeden Fall Power und Lust zu spielen. Ja. Und der Benny hat uns auf jeden Fall gefällt, weil er ist einfach nur mal ein Spieler, der für mich einer der besten Big Mans in der Liga ist. Ja. Und auf jeden Fall, der Benny wird heute auch ein sehr, sehr gutes Spiel machen. Da bin ich fest davon überzeugt. Ich hoffe es, ich glaube es auch. Natürlich, wenn er mal heiß läuft, dann
ist er schwer zu stoppen. Ja. Und genau da müssen wir aufpassen, weil, wie gesagt, er ist sehr, sehr stark. Und da müssen wir ihn sofort faulen, wie zum Beispiel jetzt der Jonathan Moore, glaube ich, war das. Und wir müssen einfach nochmal die leichten Punkte vermeiden. No easy points. Ah, Lawson mit einem sehr kuriosen Freiwurfstil. Er wirft den Ball weit über den Kopf. Und Jonathan Moore mit dem Rebound. 18-14, 2 Minuten. 55. Und gerade eben war das Foul von Mike Rose. Ah, schön. Sehr schön gespielt von Justin Coe auf Jonathan Moore. Sechs Punkte Führung für die Merlins. John Bynum gegen Justin Crow. Drei Sekunden. Drei Sekunden. Und Doppelwechsel bei Chemnitz. Ishizaki und Blanchard Bianco kommen aufs Feld. Hattest du vor dem Spiel Kontakt mit Obi? Ob ich mit ihm gesprochen habe? Ja. Ja, natürlich haben wir. Und ich habe mich auch sehr, sehr gefreut, ihn wiederzusehen. Und eigentlich dachte ich, dass er heute nicht spielt, wegen seiner Schulterverletzung. Aber anscheinend, der Hobby, der ist so heiß auf das Spiel, dass er wollte auf jeden Fall spielen heute. Wir sind gespannt. Foul gegen Derek Coleman. Aber ich habe auch zu ihm gesagt, er hat wirklich Glück gehabt, dass ich nicht dabei bin. Ja. Weil ich habe wirklich gesagt, ich würde alle meine 5 Fouls nur auf ihn, sagen wir jetzt mal, aufheben. Während hier Justin Crow den Ball verlegt. Ah, dann hier. Alexander Jones mit dem Tipp in. 20-16, 2 Minuten noch. Und das ist auch ein sehr, sehr interessantes Duell unter dem Korb der Jones und der Benelischka. Beide sind stark, die sind beide gleich groß, die sind jung. Und ja, das wird auf jeden Fall auch weiterhin ein sehr, sehr schönes Duell sein. Ishizaki und das steht natürlich. Rosenthal sehr, sehr frei, sagt danke. Und verkürzt auf 2. Und Obi mit dem ersten Rebound vorhin schon geholt. Derek Coleman probiert es alleine. Und Antonis Iwerodka hat im Lied für das Herz stehen. Aber wenn du sie machst, hast du mehr oder weniger recht. Ja, das ist, ich meine, das ist ein Spiel. Ja. Ja. Er nimmt diese Würfe, genau wie letztes Jahr auch der Mark Hill. Und solange man trifft, ist das ein guter Wurf. Genau. Das ist, der Punkt gibt dir recht. 5 Punkte Vorsprung, 1 Minute 14 noch. Und Auszeit von Chemnitz. Hat 23 Punkte im ersten Viertel. Du hattest recht mit Fast Break, schnelles Spiel. Ja, das wird auf jeden Fall ein sehr, sehr offenes Spiel sein. Mit vielen Fast Breaks. Und 23-18, die haben noch 1 Minute 14 zu spielen. Und auf jeden Fall irgendwann mal werden wir jetzt nicht alles treffen. Ja, oder Chemnitz. Und auf jeden Fall, wir müssen dann bis zum Schluss freien Kopf halten. Und einfach nur mal die richtige Entscheidung treffen. Ja, dann auch, genau, das war das Ziel. Wenn auch mal das Spiel ein bisschen im Bruch drin hat, trotzdem dann das Teamplay weiterspielen. Das war teilweise immer das Problem. Und Costa Karamatskos jetzt auf dem Feld für Derek Coleman. Ja, vom Tipp. Ah, und jetzt auch spielt die griechische Musik, Sertagi. Aber jetzt wird der Aufbau über ihn laufen, über die Nummer 2 der Merlins. Ja, er ist vom Typ ein ganz anderer Aufbauspieler. Ja, er ist so sehr, sehr groß, sehr, sehr Point stark. Ja. Ja. Und wie der Benelischka auch letztes Mal gesagt hat, er kann wirklich von 1 bis 3 verteidigen auf eine 4. Oh, du hast das Spiel gehört? Ja. Ah, Sivo. Ja, natürlich. Ja, genau, er kann verteidigen von 1 bis zu 4. Und ihr werdet jetzt auf jeden Fall sehen, dass auch in der Verteidigung ist er sehr gut. Stoppt den Blanchard Bianco 1 gegen 1. Und jetzt
Und jetzt nach vorne. Jetzt nach vorne, genau. Justin Groh. Jonathan Moore. Weg zum Korb ist mehr oder weniger zu und bekommt hier. Das war sehr, sehr intelligent gemacht von Jonathan Moore. Das ist einfach nur die Erfahrung, die man einfach nur mit Jahren bekommt. Ja, ja, das ist. Er sieht in einem Augenwinkel, der Weg zum Korb ist zu. Dreht sich. Gut, bekommt dann das Foul, natürlich auch Glück mit dabei. Aber sonst hätte er den Sprung draufgenommen. Oh, das sind jetzt keine Freiwürfe? Okay. Keine Freiwürfe? Doch, doch. Der eine Schiedsrichter sagt doch, ja. Zwei. Und der Jonathan Moore, der ist eigentlich sehr, sehr sicher von der Freiwurflinie. Und er wird auf jeden Fall auch beide reinmachen. Ist ja auch Topscorer des Spiels mit 6 Punkten. Und er hört hier auf 7 Punkte Vorsprung nach 37 Sekunden. Im ersten Viertel Stachula gegen Crow. Wir werden auf jeden Fall noch einen Angriff für uns haben. Ja. Und da bin ich gespannt, was wir da machen. Oh, da hat Karamatskos. Und das ist genau das, was ich an ihm mag. Er kommt rein. Wenn er faulen muss, dann fault er. Ja, das heißt, er schont nie seine Fouls. Ja. Man denkt oft, naja, jetzt hat er wieder gefault, aber ein Spieler hat 5 Fouls. Also ich kann mal 1, 2 Fouls wirklich benutzen, um sie taktisch auch zu verwenden. Richtig. Das hat nochmal Chris Tetzler angemerkt. Wenn du natürlich im dritten Viertel und du bist mit 10 hinten und es sind noch 2 Minuten spielen, erst ein Teamfoul hast, dann musst du überlegen, ob du aggressiv genug bist. Ja. Ah, das ist jetzt ein Foul gegen Benelischka. Und noch 14 Sekunden für den Angriff und 17 Sekunden auf der Spieluhr. Ja, das bleibt uns nicht mehr so viel Zeit für den Angriff. Nein, Ishizaki weiß auch jetzt, das Tempo ein bisschen rausnehmen. Benelischka hilft aus. Stachula, 4, 3, 2, 1. Gute Defense. Und Karamatskos. Der hat das nicht mitgekriegt, dass wir ganz wenig Zeit haben. Ist okay. Ja, man denkt von außen auf, naja, das musst du dir eigentlich merken. Das musst du eigentlich merken, dass die Uhr runterläuft. Aber ich glaube, wenn du im Spiel bist, da hast du so viele Eindrücke, so viele Eindrücke zu verarbeiten, dass es schwer ist, auch noch einen Blick auf die Uhr zu haben. Sicher, der ist ja gerade eben ins Spiel reingekommen und wenn jetzt alle schreien, Aber da hast du recht, als Aufbauspieler muss man das schon sehen. Kann man das sehen, ja. 25-18, Topscorer bei den Merlins, sowohl Derek Coleman als auch Jonathan Moore. Sebastian. Ja, während das Scoring bei Chemnitz extrem ausgeglichen ist, bei einem 2 Punkte, Schmidt 3, Rosenthal 2, Lawson 2, Stachula 3, Jones 2 und Gardenas 4. Also sehr, sehr, sehr ausgeglichenes Scoring bei den Chemnitzern. Kann man jetzt so oder so sehen? Ja, die haben auch jetzt 3 Offensiv-Rebounds. Das müsste eigentlich viel, viel weniger sein. Ich glaube, jetzt zu Hause spielen, ich meine, immer, wenn man zu Hause spielt, da kann man eigentlich auch aggressiver reingehen. Ja. In der Defense und in Offense. Zweites Viertel. Und Ballbesitz für die Gäste aus Chemnitz. Bloscher Bianco. Auf Stachula, der den Aufbau wieder übernimmt. Jetzt haben wir eine kleine Führung aufgebaut und jetzt müssen wir die auf jeden Fall halten. Oder ausbauen. Ja. Stachula auf Blanchard Bianco. Und er reboundet sich einen eigenen. Oh, da war es knapp.
Mike Rose mit dem Foul, Hüfte rausgedrückt. Ishizaki sagt danke. Und Ballbesitz für Chemnitz. Auf den Ishizaki müssen wir auch aufpassen, wenn es für Chemnitz knapp wird. Der übernimmt gerne sehr, sehr, sehr gerne sogar Verantwortung. Er kann mal heiß laufen. Ja. Genau. Er ist, soweit ich weiß, auch ein japanischer Nationalspieler. Ah, okay. Mit Erfahrung. Deswegen müssen wir auf jeden Fall auf ihn aufpassen. Cardenas gegen Liska. Das ist eine sehr gute Defense von Benny. Sehr gut, ja. Und da war auch Cardenas einfach einen Schritt zu spät, sonst hätte er den Weg zum Korb gehabt. Aber Benny Liska wirklich sehr fair, ohne Foul, verteidigt. Zweimal eine gute Defense. Ja. Und man sieht, dass der Costa ist genau das Gegenteil vom DC. Er ist genau so ruhig wie der Johnson. Ja, das heißt, der Costa wird auf jeden Fall einen Freimann finden, er spielt für die Mannschaft. Und meiner Meinung nach, er muss einfach noch mal ein bisschen mehr Selbstvertrauen haben und frei Würfe nehmen. Costa. Der Costa. Ja. Also das ist sein drittes Spiel im Trikot der Merlins. Aber er hat sich schon ganz gut angepasst hier bei uns in der Mannschaft. Und natürlich, wir haben ihm auch dabei geholfen. Weil wir kennen auch den Costa. Ah, den Rebound gegen John Bynum. Sehr schön. Und Mike Rose von außen. Nimmt den Wurf. Ah, den Ring rollt raus. Schade. Entschuldigung. Das war gut gemacht, ne? War schon. Ah, da versucht Jonathan Moore das Foul zu bekommen. War aber auf den ersten Blick wirklich regelkonform. Ah, Benny Liska, sehr gut. Ballbesitz. Bleibt bei den Merlins. Und für Mike Rose kommt Derek Coleman. Und für Jay Moore. Stevie Johnson. Es ist auch wichtig, dass das Jay Moore auch so wichtig wie er ist, wirklich mal seine Auszeit bekommt. Und jetzt Liska. Johnson. Sehr gut gespielt. Und jetzt rein damit. Ah, in den Ring. Der war von sehr weit außen genommen, der Wurf. Ishizaki. Wobei auch Chemnitz in der Offense wirken sie mir zurzeit leicht ein bisschen verwirrt. Weil eben, ich sage mit dem freien Wurf, nahm ihn nicht. Rebound. Oh, ein No-Look-Pass. Von Kamatskos und Crow macht die Punkte. Ja, war ein schöner Pass von ihm, oder? Ja, wie gesagt, wenn du frei bist, der Costa findet dich. Sherlock Holmes. Ich habe schon zu ihm gesagt, er hat einfach nur Adlerauge. Das ist, ja. Und Tür 2 für Justin Groh. Sehr sicher. 8 Punkte Führung und noch 8 Minuten zu spielen. Und das ist immer wieder schön zu sehen, dass die Halle immer voll ist bei uns. Ja. Und dass die Fans wirklich, wirklich mitmachen. Das ist nicht überall so, ja? Das muss man auf jeden Fall sagen. Oh, wer nicht Justin Groh gut aufpasst. Ja, das ist auch ein Kreuzer Markenzeichen, das, oder ja, bekannt, dass die Halle wirklich voll ist. Auch in der jetzigen Situation, wo man vielleicht sagt, naja, rein platzierungsmäßig ist man nicht so unterwegs, wie man es wünscht. Aber immer gute Stimmung da. Ja, aber genau da sieht man, dass wir haben wirklich, wirklich gute Fans. Ich meine, die sind nicht nur da, wenn wir jetzt Vierter sind, sondern die sind da auch, wenn wir jetzt Vorletzter sind. Ja. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und das gibt Ballbesitz für die Merlins. Ball bleibt bei den Merlins sozusagen. Ja, wenn du das sagst, du hast hier natürlich Vergleichsmöglichkeiten. Griechenland, Kirchheim, Ludwigsburg, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und jetzt hier das zweite Jahr in Greizheim. Mit parallel noch der Ausbildung. Wie ist das so? Auch so stressig. Das ist sehr, sehr stressig sogar. Ja. Das ist stressig, aber auf jeden Fall machbar. Man muss es einfach nur wollen. Und ich will es auf jeden Fall, genau deswegen mache ich das auch. Und das macht auf jeden Fall Spaß. Ja, du hast ja auch in Greizheim sehr, sehr gut integriert, glaube ich. So mittlerweile auch zu Publikumsliebling geworden. Benny Liska meinte Anfang, wir sagen, naja, wenn Zebi Kling jetzt geht, dann muss die Rolle eigentlich einfach, ja, Sivo übernehmen.
ich meine, man kann mich jetzt nicht mit dem Sebastian Kling vergleichen. Na, das spielerisch nicht. Ja, auch menschlich. Das ist, Sebastian ist etwas Einzigartiges für Greizheim. Natürlich. Oh, genauso wie du aber auch für Greizheim. Aber genug der Lobhudelei. Zurück zum Spiel 28-20. Der schnelle Run der vielen Punkte hat sich ein bisschen gelegt. Erst 3 Punkte aus Seiten der Merlins in diesem Viertel und 2 Punkte von Chemnitz bei bereits 3 gespielten Minuten. Sehr gut aufgemacht. Offensiv, sehr gut. Hat mich schon immer gewundert, wie kann man jetzt ein 2,1 Meter, 110 Kilo großer Mann so leicht hinfallen. Ich kann das zum Beispiel nicht machen. Wirklich nicht. Aber das ist sehr, sehr wichtig in der Defense. Du stehst einfach nur da und du wartest auf den Gegner. Und da musst du einfach mal den richtigen Zeitpunkt einfach nur hinfallen. Ja. Und das hat der Benelischka sehr, sehr gut gemacht. Und das hat jetzt nichts mit unfair zu tun. Da werden schon Beine mehr. Ja, das Foul kann man geben. Er dreht sich weg, streckt auch die Hüfte rauf. Und Derek Coleman ist so weit erfahren, dass er das mitnimmt. Das war das erste Foul von John Bynum. Jetzt wurde mal langsam Zeit, dass wir jetzt ein paar Punkte machen. Benelischka. Oh, schade, Schrittfehler, okay. Aber er hat ja schon unter dem Korb sich sehr, sehr, sehr gut verteidigt oder Platz geschafft gegen Donald Lawson. Und jetzt John Bynum, der bisher, glaube ich, durchgespielt hat. Jörg Schmidt. Sehr gut aufgepasst von Benny. Oh, 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 da war Fuß gestellt mit dabei. So. Das war Chemnitz mit 3 im Korb und nach dem Motto, naja, der andere würde schon nehmen. Und das war das sogenannte Coast to Coast, ja, vom Jossen Kroll. Jetzt sind wir mit 10 Punkten vorne. Gardenas für 3. Das darf natürlich nicht passieren. Der das sitzt. Darf nicht passieren. Auch wenn er jetzt ein Big Man ist, der kann trotzdem werfen. 5 Minuten 50 noch. Boah, was ein schöner Pass von Derek Coleman und Stevie Johnson. Ja, das ist, du hast es vorhin angesprochen, er wartet, bis sich Lawson wirklich bewegt. Genau. Und dann weiß er, dann kann er ziehen und wenn dann Dawson weitergeht, kriegt er das Foul. Richtig, und dann macht er eine Täuschung und dann springt sein Gegner und dann macht er leichte Punkte. Leichte Punkte, leicht gesagt, ja. So wie Gardenas gerade auch. Genau. Benelischka. Und zurück. Kopf hoch, Junge. Kopf hoch. Weiter geht's. Ja, das ist wie das. Da fehlt er in der Defense, wollte ich sagen. So, Jorge Schmidt. Foul Derek Coleman. Und Timeout von Willy Young. Benelischka wirkt etwas verärgert. Er hätte gedacht, wir haben das Foul gehabt gerade. Kein Kommentar. Er kämpft jetzt mit einer sehr, sehr mittelprächtigen Quote aus dem Feld. Nur 44% der genommenen 2-Punkte-Würfe gingen auch ins Ziel. Daher resultiert auch der Rückstand, wenn die Rebounds hier relativ ausgeglichen sind. Großer Applaus für das
4 Minuten 50 noch im zweiten Viertel. Chemnitz mit 4 Teamfouls. Das heißt, beim nächsten Foul der Chemnitzer gibt es Freiwürfe. Mörlins mit bisher nur einem. Und das heißt für uns, wir müssen jetzt zum Korb ziehen. Ja, um die Fouls nehmen, wenn es geht. Ja. Genau. War das wohl auch die Ansage von Will Young? Vermuten wir mal. Ja. Ohne es zu wissen. Auf jeden Fall, klar. Ich meine, das ist auch normal, wenn der Gegner schon 4 Fouls hat, dann sagt jeder Trainer, dass wir müssen jetzt zum Korb ziehen und da bekommen wir 2 Freiwürfe. Ja. So, die sogenannten 2 leichte Punkte. Wenn du die Freiwürfe jetzt triffst. Wir sehen, Chemnitz spielt jetzt Zone gegen uns. 3-2. Ja, was verändert das für die Mörlins jetzt im Aufbau? Oh, das war sehr wichtig. Das muss jetzt natürlich nicht sein. Ja, das war unabsichtlich. Aber das ist auf jeden Fall ein Männersport und wenn Adrenalin im Spiel ist, dann ja. Ja, das war aber auch überhaupt keine Absicht. John Bein ist über die Füße von Benjamin gestolpert. Aber bei einem Basketballspiel, da braucht man nicht so viel, um ein Missverständnis zustande zu kommen. Ja, nein, das ist richtig. Da ist ja natürlich Aggression drin. Das passiert ganz schnell. John Bein hat ja auch noch nicht wirklich ins Spiel gefunden mit 2 Punkten bisher. Da kommt alles zusammen. Er kennt die Halle, er kennt die Stimmung, während der Costa Karamazko so beifliegt. Und jetzt John Beinem. Justin Joe gegen Ishii. Zaki. Wieder bei einem. Und der Coach Will Young, der bereitet jetzt den Philipp Frieden und den Jonathan Moore vor. Das ist sehr, sehr klug von ihm, weil gegen Zone brauchen wir auf jeden Fall Leute, die werfen können. Von außen, ja. Und der Philipp Frieden und der Jonathan Moore sind genau die 2 Richtigen dafür. Wobei das Spiel mir zurzeit ein bisschen wild wirkt. Es wird auf jeden Fall noch wilder. Ja, was macht schon bei einem hier? All seine Erfahrung, was er jetzt hier ausspielt. Ball war nass. Genau, um ein bisschen Pause zu bekommen. Das ist natürlich sehr klug. Und 14 Sekunden noch für diesen Angriff. Habe ich in dieser Form auch noch nicht erlebt, dass der Schiri ein Spieler pfeift, weil der Ball nass ist. Und Jonathan Moore mit dem Rebound. Oh! Das hätte ich auch als unsportliches Foul geben können. Ja. Der Schiedsrichter hat eine andere Meinung. Ja, ich meine, Lawson war es, aber ich glaube, er war nicht letzter Mann. Trotzdem, mit der Schulter voraus. 2 Freiwürfe. Jonathan Moore. Und das ist genau das, was wir heute gesagt haben, zum Korb ziehen. Ja. Drei Minuten 16 noch. Und das war das zweite Foul von Robert Cardenas. Und dann der 9. Punkt von Jay Moore. Und wieder Cardenas von außen. Ah, den habe ich als 2 Punkte gesehen. Na gut, 33-30, Chemnitz wieder dran. 2 Minuten 50 noch. Und genau jetzt müssen wir einfach nur in Ruhe aufbewahren. Und wenn es möglich ist, dann Philipp Friedl zu finden. Pick-out-Pass auf Justin Grow, der außen frei steht. Ah, natürlich schade. Das war gut gespielt. Gut gespielt. Cardenas wieder. Ishizaki. Schlechter Pass von Cardenas auf Ishizaki, aber dafür steht Schahula jetzt frei.
Ja, hier. Da hat sich aber jemand aufgeregt. Ja, das war natürlich eine ganz, ganz schlechte Anmache von Philipp Stachula hier. Ja. So gewinnt man keine Freunde in Crailsheim. Na gut. Ich hoffe, es ist nichts passiert. Ball war trotzdem im Aus. Philipp Friede mit dem Dreier. Stevie Johnson. Ja, das sind natürlich die Rebounds, die dann auch wichtig sind. Oh, krasser Wurf. Und das war jetzt ein ganz, ganz, ganz wilder Dreier von Jonathan Moore. So kennt man ihn gar nicht, nein. Ja. Aber der Weg war frei, freie Pässe, freie Würfe. Solange man frei gegen den Zone ist, soll man, und man ein Schütze ist, soll man seine Würfe nehmen. 1 Minute 50 noch. 3 Punkte Vorsprung für die Merlins. John Bynum. Es sieht so aus, als ob Chemnitz den freien Mann irgendwie nicht findet. Sie leben dann teilweise durch Einzelaktionen. Merlins lassen die. Ah, das ist natürlich schade. 1 Minute 27. Derek Coleman zeigt es an. Bisschen Gas rausnehmen. Sie wurde. Also, meiner Meinung nach, wir müssen auf jeden Fall in die Pause in Führung gehen. Auf jeden Fall. Also, jetzt sind wir mit 3 Punkten vorne. Wir sind noch 1 Minute 28 zu spielen. Wir haben immer noch ein Foul gemacht. Das heißt, wir können schon ein bisschen aggressiver sein in Defense. Ja, und auf der anderen Seite einfach nochmal ein bisschen Geduld haben, den freien Mann finden und unsere Schüsse reinmachen. So die Systeme ein bisschen durchspielen dann, zu Ende spielen. Richtig, richtig. Ja, 1 Minute 22 noch, Ballbesitz nochmal für Chemnitz, nachdem DC hier gefoult hat. Sein erstes persönliches Foul. Rosenthal, 8 Sekunden noch. Stachula, 5-4. 3, 2, 1. Und jetzt zwei Mann bei Jerry Coleman, der hier den sehr schönen Pass auf Stevie Johnson rausdrückt. Ja, und er steht einfach da, wo er stehen muss, und am Korb. Das ist auch Erfahrung. Man steht einfach nur da und wartet, bis dein Pointer dich findet. Ja. Und der DC hat sehr, sehr guten Job gemacht. Und natürlich musst du dann immer bereit sein, den Pass auch zu nehmen. Deswegen ist es auch ein Mannschaftssport, da spielt man zusammen. Und das war jetzt natürlich ein Foul von Jones. Ja, der Schiedsrichter hat später bei Herz gepfiffen. Korb zählt nicht, logischerweise. Und das gibt jetzt 2 Freiwürfe. Ja. Nein, Ballbesitz, oder? Offensivfoul. Nein, 2 Freiwürfe. 26 Sekunden noch. Chemnitz nimmt die Auszeit. Ja, wie fällt ein Fazit der ersten Halbzeit aus, Sivo? Wir müssen auf jeden Fall mehr Rebounds kontrollieren. Und auf jeden Fall, wie ich auch schon vorher gesagt habe, wir müssen das Tempo bestimmen. Wir sind ganz genau, dass die Fans sehr, sehr heiß sind. Und wir müssen genau diese Energie, die Fans ausstrahlen, ausnutzen. In Offense und in Defense. Und ich glaube, wir könnten eigentlich auch ein bisschen aggressiver in der Defense sein. Weil wir spielen zu Hause, wie schon gesagt. Und ja, da kann man schon ein bisschen aggressiver reingehen. Ja. 2 Fouls im zweiten Viertel. 5 Punkte Führung genau. Für die Merlins. Das ist, man kann schon sagen, okay, wir haben schon gute Defense gespielt, aber da kann man auch einen oder anderen mal ein bisschen aggressiver reingehen und jemanden faulen. Ja, wenn ich damit durch einen einfachen Punkt verhindern kann, dann führt man hier einfach mit 7 anstatt mit 5. Aber trotzdem, ich finde auch ein sehr, sehr wildes Spiel. 35-30, ich meine, das Score ist eigentlich nicht so hoch und das wird auch bis zum Schluss so bleiben, glaube ich. Enges Spiel. Joe sehr, Buck sehr eng. Hat gerade hochgeschaut. Ich glaube, er will auch mal hochkommen. Ja, wer der Deutsch spricht, gern. Aber ihr könnt euch auch auf Englisch unterhalten. Ja, aber natürlich muss man dann immer das Spiel übersetzen. Das wird auch klappen. Und jetzt 2 Freiwürfe für Jay Moore.
Und es bleiben 26,6 Sekunden. Ich glaube, Chemnitz werden auf jeden Fall 24 Sekunden ausspielen. Und da bleiben für uns immer noch 2 Sekunden Zeit sozusagen. Ah, der zweite von Jay Moore, der heute nicht das Ziel findet. Aber Stevie Johnson. Und ausspielen. So, und jetzt lasst euch Zeit, wollte ich sagen. Jawohl. Naja. Oder so, oder so, oder so. 12 Sekunden noch für den Angriff der Chemnitzer. Und dann ist Halbzeit. 6, 5, 4. Jetzt einfach nur keine Punkte. 3, 2. Sehr gute 1. Defense, sehr gute Defense, sehr gute Defense. So, 8 Punkte Führung zur Halbzeit für die Merlins gegen Chemnitz, obwohl wirklich heiß gelaufen ist. 14 Punkte von ihm und Stevie Johnson. Ja, wir haben es angesprochen, unauffällig, aber 10 Punkte Topscorer bei den Merlins. Lass uns kurz gucken, wie viele Rebounds er schon geholt hat. Stevie Johnson mit 6 Rebounds. Ja. Und wir haben noch 20 Minuten zu spielen. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus sogar. Vielen Dank, Sivo. Ich denke, du willst in die Kabine mit, oder? Ja, ich muss auf jeden Fall nochmal in die Kabine, aber das dauert bei mir ein bisschen mit Krücken. Das heißt, ich brauche von hier bis der Umkleidekabine 5 Minuten, deswegen ich gehe jetzt schon mal los. Alles klar. Und wir sehen uns dann später vielleicht. Vielen Dank, vielen Dank. Ich bedanke mich auch. Bis später, vielleicht. Ciao. Und noch 2x10 Minuten hier in der Hackro Arena. Bei allerbesten Basketball, wer da draußen ist, ist sowas von schmuddelig und kalt. Da freut man sich einfach hier in der Hackro Arena, Hackro Hölle. Stimmung wieder sehr gut, heute Gas zu geben. Und ich freue mich ganz arg, dass du heute die zweite Halbzeit gemeinsam mit mir kommentieren darfst. Michael Wiedmann, heute leider verhindert. Aber nichtsdestotrotz werden wir jetzt gemeinsam das zweite und dritte, das dritte und vierte Viertel rocken. Ballbesitz für die Merlins, Derek Coleman auf Justin Groh. Ah, schönes Anspiel, wobei das war für ein Alley-Oop zu weit hinten und für einen Pass zu hoch. Was war das, Marco? Nichts. Ja, das war das Foul an Derek Coleman, oder von Derek Coleman. Bleibt bei 8 Punkten Vorsprung. So, wir haben ja mal ein kurzes Kabelgewirr beiseite geschoben. Entschuldigung dafür. Wir sind wieder dabei. Jonathan Moore, Stevie Johnson. 3 Sekunden noch. Und ja, das war natürlich von Jay Moore gut. Nimm das Foul mit von genau. Lawson. Gute Entscheidung, anstatt mal zu werfen, mal zum Kopf zu gehen. Und bekommt hier jetzt auch, ja, seine 2 Freiwürfe. Moore bisher mit 9 Punkten, 2 beste Werfer bei den Merlins. Vor ihm nur Stevie Johnson mit 10, aber jetzt gleicht er aus. Ja. Wir hatten es im Halbzeitinterview mit Ingo Enzkatz. Stevie Johnson einfach sehr unauffällig. 10 Punkte, 6 Rebounds und man merkt es gar nicht groß, gell? Guter Spieler. Ja, er steht einfach da, wo er stehen muss. Findet die Lücken. Beinem gegen Justin Groh. Und jetzt ist Cardenas wieder unter dem Korb im Mismatch gegen Derek Coleman. Und JB, John Beinem da gut aufgepasst. Chemnitz bleibt im Ballbesitz. Und
Das lässt sich, ich glaube, es war Jorge Schmidt, ja, natürlich nicht zweimal sagen. Und Ballbesitz für Chemnitz. Und da zieht Derek Coleman gegen zwei zum Korb. Das war natürlich einer zu viel. Ja. Lawson, der, wie ich finde, eine sehr spezielle Wurftechnik hat. Und wenn der Ball in der Höhe ist, kommt keiner mehr ran. Ob man das Wurftechnik nennen kann? Aber die Wurftechnik, er ist eher der Inside-Spieler. Ja, Philipp Friede. Für solche Würfe ist er eigentlich bekannt, wenn es mal jemand läuft, wirklich auch die scharfen Dinger unter Verteidigung zu treffen. Ja. Und erhöht sie auch wieder. Bitte? Jetzt fallen sie auch wieder. Schöner Block von Stevie. Ishizaki mit dem Foul an Justin Crow. Na, man, die Härte, die bleibt im Spiel. Das ist natürlich für die, nicht das wilde Spiel, das schnelle Spiel, sondern wirklich sehr intensiv. Und ich glaube, dann ist auch gut, dass die Merlins trotz der drei Verletzten trotz der vier Verletzten richtig eine dennoch tiefe Bank haben. Ja, unsere Großen stellen sich ziemlich gut an mit den Fouls, nicht allzu auszuteilen. Und jetzt bekommt unglücklicher Call. Jetzt bekommt Joey Moore das Offensivfoul. Hat mich wohl gehört. Entschuldigung. Aus der Erkältungswelle ist der Kreuz angekommen. Aber ich will ja nicht jammern. Derek Coleman bekommt hier das Foul von John Bynum. Das war JB, macht das Foul und floppt nach hinten. Manch andere hätte ich offensiv gepfiffen. Ja. Die Schiris nicht. Und das war das zweite Foul von John Bynum. Und Wechsel bei den Merlins. Justin Crow geht raus. Und für ihn im Spiel Mike Rose. So, die Halle ist auch wieder da. 14 Sekunden. Ball zu Jonathan Moore, Derek Coleman jetzt. Schöner Pass. Ah, sehr schade. Aber auch gut gewartet, bis der Gegner sich bewegt hat. Und dass wir gepasst haben. Und wir gepasst haben, ja. Schmidt. Gardenas, der eigentlich nicht als Scorer bekannt ist, als Großer. Mike Rose von außen und er nimmt die drei Punkte. Herr Sibu, meine vorhin, die Ansage war ganz klar, die offenen Würfe zu nehmen, die man bekommt. Ja. Heute, und das macht hier Mike Rose auch sehr gut. 10 Punkte Vorsprung für die Merlins. Gut, und Stevie Johnson fängt den Ball ab. Ja, aber er strahlt dabei eine Ruhe aus wie ein Berg, wie ein Berg. Too much. Und holt den Rebound auch noch. Das war ein Pass. War das ein Pass? Hast du nicht gesehen, war ein Pass. Hast du nicht gesehen, war ein Pass. Lawson. Schmidt gegen Friedel. Bynum bis er sehr, sehr gut verteidigt. Von der ganzen Mannschaft. Oh. Ah, da verlässt sich Mike Rose auf Derek Coleman und andersrum genauso. Oh, genau. Unnötiger Ballverlust, Auszeit für Chemnitz. Ja, und die Quote könnte dann noch besser sein, 25%. Nicht ja. Gut.
da kann noch mehr gehen. Da hast du recht. Aber auch das Highscoring aus dem ersten Viertel mit 25 Punkten bzw. 18 der Chemnitzer hat sich im zweiten wirklich ein bisschen runtergetragen. 13-12. Und jetzt wird es vermutlich einfach eine Defense-Schlacht werden. Während der Antoni Siborotka mit seinen Krücken mitklatscht. Sehr schön zu sehen. Ja, was macht eigentlich deine Verletzung? Ich kann wieder gehen. Das ist schön. Reha verläuft gut. Ich hoffe in drei Wochen. Angriff in der zweiten Mannschaft. Regeneration in der zweiten, ja. Und dann nächstes Jahr. Nächste Saison. Markus Schmitz wird die Bretter der Ligen kontrollieren. So wird es aussehen. Ja. Der Schreck unter den Körben. Vielleicht auch mal draußen. Aber zurück zu heute hier. Schmidt. Und die Verteilung der Mördens gefällt mir sehr, sehr gut. Wirklich, die Chemnitzer brauchen sehr lange, bis sie einen freien Mann finden, um den Pass zu geben. Mördens sind sehr, sehr direkt an den Männern dran, an den Gegnern. Nur manchmal viel zu weit offen. Unterm Korb, aber auch aus der Dreierlinie. Vor allem in der ersten Halbzeit. Und, oh, was war das? Ballbesitz. Oh. Ballbesitz. Bleibt bei Chemnitz 2 Sekunden noch. Und Wechsel für Cardenas. Kommt zurück ins Spiel. Rosenthal. 2 Sekunden. Das heißt, es muss schnell gehen. 1-2. Oh, Philipp. Philipp Friedel. Foultier, Takumi Ishizaki. Das ist das erste persönliche Foul von Philipp Fried und das gibt jetzt aufgrund, dass es hinter der 3-Punkte-Linie war. 3 Freiwürfe für den Japaner. Hätte nicht sein müssen. In Diensten der Ostdeutschen. Bitte? Hätte nicht sein müssen. Ja, das. Da ist er einfach, glaube ich, ein Tick schnell rausgerannt und konnte nicht mal richtig abbremsen. Und macht er den dritten auch noch, dann hat er praktisch seinen vergebenen Dreier. Gut gemacht, 3 Punkte, 45-38. Und der 7-Punkte-Vorsprung bzw. 7-Punkte-Rückstand bleibt einfach aktuell bestehen. Andere Seite. Da wird die Wiegzeit zu selten gesehen. Jetzt noch der Pass und der ist drin. Ah, und Philipp Fried, jetzt hat er seinen Wurf gefunden. Das war der 2. Dreier von ihm. Du sprachst gerade von Weak Side, übersetzt es mal für die Zuschauer. Die abgewandte Seite, wo der Ball ist. Okay. John Beinem mit Brett. Da hat einfach die Zuordnung in der Defense ein bisschen gefehlt. Und jetzt wieder Derek Coleman. Jonathan Moore, Philipp Friedel, 4 Minuten, 24 noch. Beide Mannschaften mit 3 Teamfouls. Und da war sie wieder die Weak Side. Oh. Und Stevie Johnson mit dem Rebound. Ja, der kriegt die Rebounds mit 1,95. Das ist Wahnsinn. Das wollte ich gerade sagen. Ah, nee, zum dritten Mal kann es aber nicht nacheinander. Aber der Ball geht zurück. Zu Mike Rose. Und Ballbesitz für die Mördens. Ja, das war sehr gut von Philipp Friedel verteidigt. Ja, sehr gut gestört. Ohne Foul. Und habe ich hier gerade ein technisches Foul? Nee. Nein. Aber war es die letzte Verwarnung des Schiedsrichters? Hey. Ja, das sind natürlich unschöne Szenen, was hier Jonathan Moore macht. Ja, mit Bier bespritzt. Nein, der Chemnitzer Fans. Ja. Das hat überhaupt nichts beim Basketball zu suchen. Das geht nicht. Das ist unschön. Ich denke, das wird auch einen Hallenverweis für den dementsprechenden, ja, ich will es nicht Fan nennen, der Chemnitzer geben. Leider gibt es solche Leute immer wieder. Ja, leider. Das ist einfach unschön. Und auch ein Stück weit peinlich.
Auch wenn jetzt natürlich Jay Moore ein Freund des Bieres ist ab und zu. Aber wir werden im Spieler das nicht zu suchen. Ja, mich wundert's. Bisher immer noch wenig Emotionen im Spiel waren. Wobei ich nicht genau mitgekriegt habe, was da vor ablief. Der Ball war bei einem Fan in den Reihen. Und Jay Moore wollte ihn haben. Und Jay Moore wollte ihn haben, ja. Hat ihn sich halt dann gekrallt und dann kam das Bier schon angeschossen. Und das wird ein technisches Foul gegen die Fans, gegen die Bank. Ne, was, ein technisches Foul? Gegen die Bank. Naja, aber warum hat jetzt dann Chemnitz Freiwurf? Ach, gegen unsere Bank. Ich habe keine Ahnung, gegen wen. Was ist denn da los? Das lief jetzt an mir komplett vorbei. Und Jörg Schmidt mit den Freiwürfen. Jay Moore versteht auch nicht ganz, was das jetzt war. Ich glaube, das versteht keiner. Ah, lässt sich eventuell nach dem Spiel auflösen. Ich hoffe nicht, dass das Spiel in dieser Szene entschieden wird. Das glaube ich nicht. Jörg Schmidt mit dem zweiten Freiwurf. Hoffen wir es mal nicht. Und Ballbesitz für Chemnitz jetzt. Ja, gut, weiter geht's. Schon bei einem 3 Sekunden? Nein, Foul. Jonathan Moore, oder? Ja. War das Moore? Nummer 7 hat er angezeigt zumindest. Ja, dann war es Jay Moore. Drittes Foul von Jonathan Moore. Na, ich schau gerade mal, was hier. Ah, nein, ist auch nichts angezeigt. Wer hier wen gefault hat. Oh, wir haben schon Beine hier. Was ein Airball. Das kennt man von ihm auch nicht. Drei Minuten 38. Und er geht rein. Und war natürlich das dritte Foul von Jonathan Moore jetzt. Benjelischka, Philipp Friedl. Zehn Sekunden. Das dauert zu lang. Ah, ein bisschen das Spiel verschleppt jetzt. Ja. 5 Sekunden, jetzt muss ich natürlich Derek Coleman alleine richten. Oh, schöner Pass. Ja. So muss es sein. Wenn das so geplant war, dann war das korrekt, dann haben wir nichts gesagt. Stachula. Rosenthal, Beinem. Und Rebound von Derek Coleman. Und ab geht's. Mike Rose. Wow. Kann hier lange zielen. Vielleicht ein Tick zu lang. John Beinem. Wow, oh, Benny Lischka. Schöner Pass und ein One. Sehr schöne Aktion von Philipp Friedl. Nimm das Foul mit. Und das gibt Zusatzfreiwurf für die Merlins. Und Philipp Friedl kann er das End One machen. Und macht er. Na, Philipp Friedl auch mit 10 Punkten in diesem Spiel jetzt. Wenn was mich wundert, Robert Gardenas, der in der ersten Halbzeit wirklich gut gespielt hat, jetzt wieder auf der Bank. Ja. Stachula, Rosenthal, Obianko. Und da pfeift er. Zeit, oder? Oh.
Na, ich glaube, die 400 Sekunden Uhr ging zu spät an. So, Uhr zurück auf 9 Sekunden. Und Ballbesitz für Chemnitz. 10 Punkte Führung, 2 Minuten 7 noch zu spielen. Die Mördlins mit bereits 5 Teamfouls. Aber auch beim nächsten Foul der Chemnitzer gibt es auch da Freiwürfe. Stachula. Gute Defense von Benny Lischka schon wieder. Ah, das war natürlich auch sehr, sehr clever von Benny Lischka. Hakt hier den Arm noch ein. Es war eigentlich ein technisches Foul. Und nimmt das Foul mit. Nur den Fastbreak stoppen wollte. Und eigentlich ist es seit dieser Saison ein technisches Foul auch zu bestrafen. Richtig, wobei die Schiedsrichter das auf beiden Seiten sehr, sehr viel durchlaufen lassen. Wobei die Aktion von Gardenas gegen Jonathan Moore kann man mit einem technischen Foul. Muss man. Also hat die Schulter rausgestellt, natürlich, klar. Wobei wir hier natürlich auch objektiv sind. Und ein bisschen aus Sicht der Mördlins sprechen. Benny Lischka. Oh, Jones stolpert den Ball weg. Ein zweiter Versuch für Benny Lischka. Den macht er. 11 Punkte Führung für Kreisheim. Und 2 Minuten, noch genau 2 Minuten im dritten Viertel. John Bynum, Jones, Dahula zum Korb. Gute Halbzeit. Und gut aufgepasst von Mike Rose. Und da war Philipp Friedel. Laut Schiedsrichter wohl im Aus, wenn man die Fans anschaut, eher nicht. Aber das sind alles Momententscheidungen. Und Ballbesitz. Wieder bei Chemnitz. Rosenthal. John Bynum unterm Korb. Oh. Ah, der Stevie Johnson ist einfach. Starker Mann. Ja, starker Mann. Auch wenn er hier den Tick zu spät kommt gegen Jones. Ja. Da hat der Jones den größten Vorteil. Ja. 1:10 noch im dritten Viertel. Bei diesem vielleicht nicht unbedingt schönen Spiel, aber doch sehr, sehr, sehr spannenden. Das kann er. Das kann er auch von außen. Natürlich ist der Wurf auch extrem schwer zu verteidigen. Er kippt nach hinten. Ja, und wirft relativ hoch ab. Und er bekommt Stevie Johnson sein, ja, erstes persönliches Foul, das ist im Rahmen. Und Ballbesitz. Wechsel bei Chemnitz. Ishizaki geht raus und John Bynum geht raus. Ishizaki kommt rein. Wobei John Bynum irgendwie in dem Spiel ein bisschen fremd wirkt. Ich glaube, er hat sich seine Rückkehr in Kreisheim etwas anders vorgestellt. Lovely welcome. Ja, das gibt es Diskussionen von John Bynum mit dem Publikum. Ja, doch, ein bisschen Gift hier drin, ha? Darauf sollte man sich nicht einlassen. Nein, als Spieler nicht. Ja. Nein. Kommt nichts Gutes bei raus. Es lenkt einen nur vom Spiel ab und man nimmt sich selbst. Ja, aber wie hat mein Spieler gesagt, als sie noch in der Aufstiegssaison waren, John Bynum ist einfach verrückt. Ich kenne ihn da. Positiv wie negativ, ja. Er hat den Kreis, glaube ich, das Spiel im Alleingang entschieden. Und in einer anderen Liga war, das war damals noch Pro B. 46, 47.
Und Derek Coleman erhöht wieder auf 10. Beziehungsweise, nein, Rebound bei Chemnitz. So, 33 Sekunden noch. Das heißt, es müssen sowohl Angriff für Crailsheim als auch noch den Chemnitzer Angriff zu Ende geben. Im optimalsten Fall. Oh, da verlegt er die einfachen Punkte. Einfacher Korbleger. Benny Lischka. Wow! 3 Sekunden, 2, 1. 49, 47. 12 Punkte Führung. Mit 12 Punkten geht es ins vierte Viertel. Was ist die Aufgabe jetzt der Mannschaft? Marco. Ich würde sagen, weiter anzugreifen und nicht auf dem Vorsprung hocken bleiben. Sehr weise Aussage von dir. Blick auf die Statistik, ja, eigentlich mehr oder weniger ausgeglichen. Auffällig ist nur die extrem schlechte Quote im Bereich der 2 Punkte. Bei Chemnitz 35%, das ist natürlich im Bereich der 2 Punkte viel zu wenig. Und man hat es auch gesehen im dritten Viertel. Und bei uns sind es die Dreier mit 25. Ja. Aber auch die einfachen Punkte auf Seiten der Chemnitzer gingen dann nicht rein, an den Ring rausgerollt. Ja. Möller ist auch mit 12 Assists. Aber Chemnitz hat auch 12 Offensiv-Rebounds, also zweite Chance. Für das Viertel jetzt zählt, jeder der Basketball kennt, weiß, dass 12 Punkte relativ schnell in eine höhere Sphäre ausgebaut werden können, aber auch sehr, sehr, sehr schnell wieder zusammenfallen. Genau. Und dann beginnt und das Spiel. Nicht passieren, deswegen aus Crailsheimer Sicht weiter angreifen. Ja. Den eigenen Stiefel spielen und sich nicht von denen einschüchtern lassen. Na, Katharina sind auch wieder auf dem Feld, damit hier 12 Punkten, mit 14 Punkten. Immer noch Topscorer. Immer noch Topscorer ist, ja. Und Ballbesitz für Chemnitz, Ishizaki. Und da ist der besagte Cardenas. Obianco. Sechs Sekunden, 5-4. Obianco zieht zum Korb und legt ihn rein. Hat er entschlossen gemacht. Ja. Ich kenne ihn ja auch schon seit 4 Jahren. Und Philipp Friedl von weit außen. Aber. Und Ballbesitz. Stevie hatte schon wieder seine Finger dran. Ja. Das waren die ersten Punkte von Bloschau Bianco in diesem Spiel. Wieder Bianco. Ishizaki. Stachula schon gerade sehr frei in der Dreierlinie. Lawson. Ah, und er rollt wieder raus. Dann hast du mit dem Foul alles richtig gemacht. Ja. Ja. Wenn der Punkt nicht reingeht, erstes Foul. Zweites persönliches Foul von Benny Lischka. Bisher auch die Foulbelastung auf Seiten der Mördens, aber auch auf Seiten der Chemnitzer. Sehr, sehr gut verteilt. Hier noch niemand in wirklicher Foul-Trouble. Jay Moore mit 3 Fouls. Ja. Und auf Seiten der Chemnitzer Jorge Schmidt. Ja, auch mit 3 Fouls. Das war der erste Freiwurf von Lawson. Der hier auf 9 Punkte verkürzt. Mike Rose. Ah. Schöner Pass. War er wieder frei, der Friedl. Und Mike Rose wieder. Aber der ist jetzt. Und Stevie. Hat den Ball. Stevie mit seinem 10. Rebound, glaube ich.
müsste jetzt beim Double-Double sein. Ja. Und wieder Mike Rose, Jared Coleman, Philipp Friedl, Mike Rose, 6 Sekunden noch. Das waren 2 Punkte, er steht noch mit Fuß auf Linie. Ah, so. Schrittfehler von, das hast du genauso gesehen, oder? Ja. Ja. Ich glaube, du hast einfach mit beide Hände am Ball gehabt und ist damit gelaufen. Genau. Erst laufen und dann gedrückt. Ja, natürlich auch der Hinweis, Sie können natürlich mit uns chatten, falls Sie es noch nicht bemerkt haben. Neben dem Stream ist ein kleiner Chat. Tauschen Sie sich aus über das Spiel, über den Stream. Geben Sie uns Rückmeldung, geben Sie uns Feedback. Wir werden bei Gelegenheit darauf eingehen, sollte es auch einfach spannende Diskussionen geben. Aktuell ist einfach das Spiel spannender als der Chat. Darum widmen wir uns einfach wieder dem Spiel zu. Acht Minuten 18 und 9 Punkte Vorsprung. Ah. Ein bisschen zu hoch. Zu stark angespielt. Und ja. Zu hoch, ja. Und auch zu hoch. Auf so. Relativ kurzer Distanz ist es sehr schwer zu fangen, jetzt weil sich als großer selbst, ja, wenn der Flügel reinläuft und dann noch einen starken Pass spielt. Du weißt ja lieber, die zieht er jetzt durch und dann kommt der Pass aus dem Nirgendwo. Dann kommt er dann noch, genau. Ja. Schrittfehler. Ja. Standbein aufgelöst. Und auch sehr gut doppelverteidigt von Philipp Friedl und Benny Lischka. Da ist der Benny Lischka körperlich stärker gewesen. Jerry Coleman zeigt den nächsten Spielzug an. Stevie Johnson, Philipp Friedl wieder von außen. Macht er den Kickout-Pass? Nein. Oh, schöner Korbleger. Er macht den Korbleger. Ja, da zeigt es einfach Philipp Friedl als sehr, sehr variablen Spieler. Ja, jetzt haben sie sich halt darauf eingestellt, dass geworfen wird. Das sieht der Philipp und geht zum Korb. Oh, da bekommt Benny Lischka das unsportliche Foul. Fürs Umklammern, ja. Okay, Umklammern ist generell unsportlich. Wie bitte? Ein Umklammern wird generell mit einem unsportlichen Foul bestraft. Bei denen schieße ich dann anscheinend schon. Okay. Die haben es halt so ausgelegt, dass es absichtlich war, dass er den Fastbreak stoppen will, oder? Ja. Und das macht natürlich. Wobei das ist halt dann immer Schiedsrichteransache, ne? Also da kannst du auch nichts machen. Na, irgendein Spieler schwitzt, der Ball ist schon wieder nass. Ist normal, wenn man schwitzt, glaube ich. War das dritte persönliche Foul von Benny Lischka. Und wieder der Mann mit der sehr speziellen Freiwurftechnik. An der Linie. Wer trifft, hat recht. Wer trifft, hat recht. Und das gibt noch einen Ballbesitz jetzt. Für Chemnitz. Cardenas auf Jorge Schmidt, Takumi Ishizaki und das Pick and Roll von Cardenas und
der Rebound. Ha! Beim Kleinsten. Von Derek Coleman. Wo kam denn der her? Unnötiger Ballverlust. Gut verteidigt von Ishizaki. Na, das war wirklich unnötig. Kleine Unkonzentriertheiten im Spiel von Derek Coleman. Die natürlich in so einer Situation ein bisschen doppelt wehtun. Und neuer Versuch. John Bynum wieder auf dem Parkett. Mike Rose. Stevie Johnson, 10 Sekunden noch. Eine Körperdrehung. Ja. Und der Pass sollte zu Philipp Schmidt. Oder Philipp Friedel. Und oh, da ist der Dreier. Wahnsinn. Jetzt heißt es verteidigen. Jetzt heißt es wirklich, ja, hinten aufpassen, hinten aufpassen. Schmidt, Takumi Ishizaki. Schöner Pass, schöner Move. Und wieder der einfache Korbleger verlegt. Da kann man jetzt auch wieder streiten, ob er die Hand absichtlich rausgetan hat. Ah, das war von Benedikt auch hinter dich. Nimm das Foul mit. 64, 53. Wechsel Lawson geht aus dem Spiel. Seinem dritten Foul und Jones kommt auf Seiten der Chemnitzer zurück. Und noch genau 6 Minuten zu spielen. Jorge Schmidt nun persönlicher Bewacher von Mike Rose. Und John Bynum gegen Derek Coleman. 11 Punkte Vorsprung. 5 Minuten 50. Ishizaki mit seinem zweiten persönlichen gegen Philipp Friedel. Und wieder Ballbesitz. Merlins. Oh, da habe ich jetzt keinen Fall gesehen. Da habe ich. Also der Stand. Der Stand. Ja. Er stand. Er stand. Ja, er stand. Und weil natürlich im Oberkörper leicht über Derek Coleman war. Auch größenbedingt. Nehmen wir mit. 64, 53. Drittes Teamfoul. Von Chemnitz. John Bynum mit seinem dritten persönlichen Foul. Naja, jetzt waren auch mal kurz 3 schnelle Foulpfiffe. Und das gibt ein Wurf für die Merlins. 14 Sekunden für diesen Angriff. Einfacher Korbleger. Sehr schön, sehr schön. Ja. Aber von Benedischka sehr gut freigeblockt, dass hier Mike Rose durchziehen kann. Ja. Spricht man sowas im Training ab? Wie gestalte ich Freiwürfe in der Offense? Ob man sowas im Training abspricht? Ob man sich sowas überlegt? Ich glaube, das ist sogar so gewollt. Ja? Ja. Aber das war jetzt gerade ein ziemlich unnötiger Pass vom Ishizaki. Ja, der war einfach ins Aus. So, und jetzt ist die Hakro-Hölle wieder da. Ich glaube, das ist auch für die gegnerische Mannschaft schwer, wenn du hier eine Auszeit nimmst. Und dann geht die Halle so ab, sich da wirklich drauf zu konzentrieren, oder? Ja. Ist ziemlich eng hier, ziemlich laut. Hast du mal als Gegner in Crailsheim gespielt? Oder gegen Crailsheim? Nein. Nur für Crailsheim? Nee, nee. Hast du keine Lust gegen Crailsheim zu spielen in der Halle, oder? Nee, lieber nicht. Verwerfe ich noch mehr Freiwürfe. Beeinflusst das wirklich, auch wenn man wirklich viel, viel Erfahrung hat, wenn die Halle gegen einen ist bei den Freiwürfen? Oder ist man dann irgendwann so abgeklärt und sagt, na. Kommt halt darauf an, wie du dich selbst dadurch beeinflussen lässt. Ja. Weil aber man bekommt die Atmosphäre als Gegner. Es gibt welche, die lassen sich dadurch beeinflussen, wenn da hinterm Korb welche mit Pappen rumwedeln.
So, wir sind wieder zurück. Kurzen Smalltalk mit dem Teammanager der Kaiser Mördens gehalten. Martin Romig. Martin Romig. Und wieder Einwurf für... Bezüglich des direkten Vergleichs, oder? Mit wie viel müssen wir gewinnen, dass wir den Vergleich auf unserer Seite haben? Ja, und das war das nächste Foul. Das habe ich noch nicht gesehen, an wem? Ja, wenn Philipp Friedl hinläuft, war es wahrscheinlich er. Und zwei Freiwürfe für Philipp Friedl. Während hier Takumi Ishizaki sein drittes Foul bekommt. 4 Minuten, 51 noch. Und es bleibt bei 10 Punkten Vorsprung. Philipp Friedl macht 11 draus. Ja, die kämpfen jetzt auch mit jetzt 5 Teamfouls. Das macht natürlich für dich auch nicht leichter, wenn du dann mit 12 Punkten hinten für die bist. Kreuzheimer. Ja. Du hast jetzt mit 2 Teamfouls. Können wir zum Korb ziehen. Die müssen aufpassen. Ja, ich sage hier schneller auf den Beinen wie Stevie Johnson. Jetzt muss der Ball aber mal über die Linie. Ist auch ein schneller Spieler. Und Philipp Friedl. Und Friedl mit dem Dreier wahrscheinlich. Ja, jawohl! 71, 58. Jörg Schmidt, Jones, Ring, Rebound. Und Rebound Stevie. Dürfte der 11. oder 12. sein. Ah, da kann ich gucken. Das war der. Und Mike Rose. Gleich der nächste Dreier hinterher. Jetzt laufen die Merlins hier heiß. Von außen. Und unterm Korb ist Benny Lischka, Stevie Johnson, Michael Rose. Stevie mit dem 11. Rebound. Da muss der Benjamin früher passen. 8 Sekunden. Der Benny. Der Benjamin. Der Benjamin. Der Benjamin. Da muss er früher passen, ganz klar. Ja, das war der 11. Rebound von Stevie Johnson. Wobei auch Derek Coleman bereits 7 Rebounds hat. Und wie viel ist das? 7. Und ah, da wäre fast der 8. Rebound gewesen. Na, da ist er. Zählt das als Rebound für einen, wenn er hin und her getippt wird? Ich weiß es nicht genau. Ich glaube auch nicht, nein. Ich glaube, das wird als Team gewertet, Team Rebound. Ja. Jonathan Moore wieder im Spiel zurück. Wobei, ich gönn's ihm, Derek. Ja. Von mir aus allein haben. Und weiter passen. Da war wieder die berühmte Weakside drüben frei. Ja. 74, 58, 3 Minuten 10 noch zu spielen, 16 Punkte Vorsprung. Das war zu einfach. Während Jörg spielte relativ einfach. Gut gezogen, aber zu einfach. Zum Korb darf. Auszeit. Auszeit Kreuzheim, oder? Ja, Auszeit ja. Mördings. 74, 62. Ja, da könnte am Anfang ein bisschen schneller der Pass kommen zum freien Mann. Schneller. Dann hat Chemnitz gar nicht die Chance, hier so direkt zwei Mann also zu verteidigen. Eigentlich ist so eine Zone relativ gut für uns, weil wir könnten einfache Punkte machen. Ja, wir haben sehr schnelle Spieler. Wenn der Ball schnell vorgeht, ist der Stevie unten frei. Ja. Und dann hören sie auch auf, Zone zu spielen. Weil unsere Dreierquote ist jetzt besser als die von Chemnitz. 31-30%. Ja, da Philipp Friedl und Mike Rose haben da gerade mal ein kurzes Feuerwerk abgezündet. Angezündet und abgefeuert, so wollte ich sagen.
2 Minuten 52 noch, 12 Punkte Vorsprung für die Merlins. Und Ballbesitz natürlich für die Merlins. Jonathan Moore hat hier wirklich alle Zeit der Welt, bricht ab. Auch das ist natürlich Erfahrung und Routine. Oh. Jetzt muss der schlau gemacht von Jonathan, dass er wartet, bis der Gegner in der Luft ist. Oh, was war denn das? Der Pass von Jonathan Moore zu Stevie Johnson. Und es gibt zwei Freiwürfe für Jay Moore. So. Und der zweite geht rein. 13 Punkte Führung für die Merlins. Und 2 Minuten 27 noch. Ishizaki. Ja, auf ihn muss man jetzt aufpassen, weil er kann wirklich mal, wenn es sein muss, ein Spiel entscheiden. Auch selber entscheiden. Umdrehen. Ja. Umdrehen, rumkrempeln. So. Dann bekommt er zweimal die Chance, den Punkt zu machen. Ja, da muss aber auch die Mannschaft helfen. Mike Rose bleibt auf dem Feld stehen. Bietet sich nicht an. Und jetzt kommt Costa Karamatskos. Eigentlich müssten sich die zwei kleinen im Pick stellen. Ja, oder freilaufen, ja. Ah, ein bisschen Energizer jetzt hier im Spiel. Auf der 4. Auf der 4. Ja, aber er kann die 4 spielen. Oder macht der Derek die 4 als Rebounder? Das könnte auch sein, ja. Klug gemacht. Ah, da nimmt er das Foul mit, weiß ganz genau, er bekommt zwei Freiwürfe. Mike Rose geht und für ihn kommt Justin Crow. Und das war das Viertelfoul von Jorge Schmidt. Bei noch 1,53 zu spielen. Also jetzt die Freiwürfe zu treffen, wäre sehr, sehr wichtig. Ah, irgendwie haben wir heute einen Wasserball, glaube ich. Schwitzt vor einer ziemlich stark. Ja. Und wenn der Ball dann da Bauch gegen kommt, ist nicht sehr angenehm. Auch schwer zu fangen. Und ja, der rutscht einfach durch. Ja. Ah. Wobei, hier geht es ja noch. Die Bälle sind ja besser. Ah. Der Willkommen im ersten. Und auch der zweite, 11 Punkte wieder. Jetzt muss starke Verteidigung. Oh, schöner Block von Stevie Johnson. Ha, ha, ha. Und man beachte, er blockt, landet und orientiert sich wieder in der Defense. Er ist einfach unspektakulär, während hier Costa. Oh. Unglücklich, unglücklich, aber. Ja, da wurde ein bisschen rausgedrückt, beziehungsweise. Verliert das Gleichgewicht. Und Auszeit für Chemnitz.
11 Punkte Vorsprung, 1 Minute 40. 5 Teamfouls auf Seiten der Chemnitzer, 2 Teamfouls auf Seiten der Merlins. Was taktisch sehr vom Vorteil für uns sein. Ja, wobei, ich habe das, ja, das Momentum ist aktuell irgendwo zwischen den beiden Mannschaften. Ja. Das heißt, einfach den Vorsprung rüber retten. Aber nicht drauf berühren, nicht, weil nicht dann kommen wieder lockere Pässe und kann sehr schnell wieder anders aussehen, wie in mancher Vergangenheit schon gesehen. Aber sag mal, Heads on and Heads up. Köpfe an und Köpfe hoch. Ja, gut. Guter Rebound von Stevie, aber leider im Zurückfallen. Und Paulan Karamatskos. Paulan Karamatskos, genau. Das gibt 2 Freiwürfe für ihn. Und er wurde gefoult von Donald Lawson, der jetzt hier auch sein 4. persönliches Foul bekommt. Und Jonathan Moore wird wieder ins Spiel kommen. Karawatzkas trifft den hinteren Ring. Wahrscheinlich für Stevie, der humpelt ein bisschen. Ja, das ist wohl, ah, da hebt er das rechte Knie. Ja. Stavula, Rosenthal, direkt von außen für 3 an den Ring. Tipp hin von Lawson, 2 Punkte. Oh, und jetzt kommt der Wechsel. Oh, Stevie Johnson. Gutes Spiel heute. Sehr, sehr, sehr gutes Spiel von ihm. 14 Punkte, 12 Rebounds, oder? 14 Punkte, 12 Rebounds, genau. Eine 100%-Quote aus dem Feld, 7 von 7. Naja, und sogar Dreier werfen soll er ja nicht. Und sogar noch 2 Assists. Ich glaube, ich habe ihn noch nie einen Dreier nehmen sehen. Muss er auch nicht. Auf was wartet er? Ah, das war natürlich. Da wollte Jay Moore das Spiel abbrechen. Ja, einfach Zeit runterstreichen lassen, aber. So, 79, 68. Wieder 11 Punkte Führung für Crailsheim. 40 Sekunden noch. Das Spiel sollte eigentlich gegessen sein. Ja. Sollte eigentlich gegessen sein. Sieg, wenn alles nach Plan läuft für die Merlins. Während hier noch Lawson Punkte macht. Jetzt kommt es noch auf den direkten Vergleich an. Da brauchen die Merlins noch einen Punkt für den direkten Vergleich. Ah. Wie viel haben wir in Chemnitz verloren? Mit 9, oder? Ja, mit 9. Das heißt, ein Punkt, Punkt wäre noch sehr, sehr wichtig. Und Auszeit für Crailsheim. Musste Crailsheim sein, ja. Ja, aktuell der direkte Vergleich gegen Chemnitz. Das Hinspiel wurde mit 8 Punkten verloren. Aktuell haben sie plus 1. Das heißt, der direkte Vergleich wäre, wenn es dann ja, diesen direkten Vergleich gibt am Ende der Saison, würde er für die Merlins sprechen. Und auch jetzt noch die Merlins mit Ballbesitz. Das heißt, sie können hier den 9 Punkte Vorsprung noch ein kleines bisschen ausbauen in den restlichen 13 verbleibenden Sekunden. Also, Chemnitz muss auf den Stil gehen.
Ja, das Spiel natürlich sehr flügellastig jetzt. Daryl Coleman, Kickout zu. Ich wollte sagen, für und zwei Freiwürfe. Kommt halt nicht, zwei Freiwürfe für Daryl Coleman. Und dann hat er 8,7 Sekunden. Ja, das Spiel ist gewonnen für die Merlins. Ja. Harter Kampf, hartes physisches Spiel. Aber auch hier haben die Merlins jetzt gezeigt, dass sie hier gegenhalten können, auch gegen einen Gegner gewinnen. Ja, der einfach oberhalb der Tabelle steht, das haben wir vorher schon gewusst. Ja. Aber man konstant wirklich einen Vorsprung ein bisschen halten, nicht die Einbrüche im Spiel zu haben. Schön zu sehen, oder? Ja, geht bergauf. Geht bergauf. Wie fällt dein Fazit aus? Schönes Spiel mittendrin, hätte es nicht so spannend werden müssen. Ja. Ab und zu. Aber das ist Basketball, deswegen lieben wir ihn. Und und das gibt nochmal Ballbesitz für Chemnitz. War das ein Foul? Nein, spielte glaube ich einfach Stop the Clock. Dass der Ball gar nicht erst vorkommt. Merlins haben noch zwei. Also ein Foul. 5, 4, 3. Oh, ja. 1,8 Sekunden noch. 11 Punkte Vorsprung. Thomas Szewczyk bekommt noch Einsatzzeit. Jerry Coleman bekommt einen Pferdekuss. Das wird schon wieder. Ja. Nächste Woche geht's gegen. Gute Frage. Gute Frage. Oh. So. Das Foul hätte nicht sein müssen. Woche geht's gegen Paderborn in Paderborn. Und dann zu Hause am 2.3. gegen die Cuxhaven Baskets. Dort werden wir natürlich das Spielvideo übertragen. Reiter Merlins gegen die Cuxhaven Baskets am 2.3. um 20 Uhr. Wir sagen jetzt schon mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Uns hat wieder große Freude gemacht. Mir hat es große Freude gemacht. Mit dir, Marco, an meiner Seite. Ebenfalls, ebenfalls. Danke, dass ich hier sein durfte. Genauso, und genauso große Freude war es mit Sivo, Antonio Sivorotka. Dem wir noch gute Besserung wünschen. Dem wir definitiv eine gute Besserung wünschen. Genauso wie. Genauso wie Joe Buck. Oh. Oh. Ah. So, es gibt noch zwei Freiwürfe. Für uns. Für uns. Pushen. Das Spiel ist noch nicht rum. Zwei Freiwürfe für Justin Crow. Und danach ist das Spiel erst vorbei. Kann hier also nochmal auf 12 Punkte erhöhen. Aber das Spiel ist gewonnen. Chemnitz auch kämpferisch heute gegen die Merlins. Mit einem John Biden, den ich in dieser Rolle leider nicht kannte. Ich habe mir heute von ihm ein bisschen mehr erwartet. Er blieb sehr, sehr blass. Lag aber auch daran, dass er einer von den Merlins sehr gut verteidigt war. Und die Merlins kannten ja sein Spiel. Ja. Sie wussten ja, wie er spielt. Und das wurde sehr gut verteidigt. Vielen Dank, Marco Lachmann. Du gehst zum Team. Ich gehe zum Team. Ich sage danke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Samstag. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Servus. Ciao. Sagt Merlins TV.